Hallo und herzlich willkommen zu Blade and Soul. Ja, wir haben in der letzten Folge die Charaktererschaffung gemacht, haben diese wunderschöne, nette Dame erschaffen. Ich habe da noch ein bisschen was in den Details geändert, weil es mit den Speichern nicht ging. Jetzt habe ich es aber einmal umgespeichert und wir können direkt anfangen mit den Spielen. Und ich freue mich so dermaßen, weil sie sieht echt richtig cool aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen, ohne weiter zu quatschen, fange ich jetzt einfach mal an, weil ich bin sowieso mega gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht angespielt. Und wir werden jetzt zum ersten Mal gemeinsam reinschauen. Schon der Ladebildschirm ist für mich was Neues. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Ob jetzt so eine Anfangsszene kommt oder ob es direkt losgeht. Normalerweise kommt ja immer so ein kleines Anfangsvideo. Himmlisches Heiligtum, ein Tag zuvor. Hey! Aufwachen, Grashüpfer! Langschläfer! Die Sonne steht schon am Himmel! Aufstehen! Oh, bin ich etwa eure Mutter? Grashüpfer? Ihr seid noch im Bett? Das ist ungewöhnlich. Zieht euch an. Meister Hong wünscht ein Treffen. Okay, wo ist meine Uniform? Schwester Jing Yang. Aha, mal weg hiermit. Okay, wir sind jetzt also bei ihr gestrandet, wieder aufgewacht. Fand ich ja schon ganz nett, die Anfangsszene. Wo ist meine Uniform? Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los. Benutzt die Tasten W, A, S und D, um eure Uniform zu holen. Okay. Seht euch mit der Maus danach um. Drückt Escape oder haltet Alt gedrückt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Okay. Ihr solltet für das Training bereit sein, Grashüpfer. Schlaft ihr noch? Kommt schon, aufstehen. Ich glaube, eure Uniform liegt auf der Kommode. Benutzt W, A, S und D, um sie zu holen. Ihr könnt Alt gedrückt halten, um den Mauszeiger zu sehen. Alles klar, Mauszeiger sehen mit Alt drücken. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, glaube ich. Abschließen. Abbrechen. Abschließen. Wir sind erwacht. Tada! Oh, wie schön sie aussieht. Ich bin so begeistert. Drücke F und heb die Uniform auf. Okay, das kennen wir ja schon. Ich will aber diese hässliche Uniform nicht anziehen. Ich will in Unterhose bleiben und so. Da fühlt man sich viel freier. Okay, an die Steuerung muss ich mich auch wieder ein bisschen gewöhnen.
ganz cool, aber ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil man sich wieder mit der Maus halt mitdreht. Okay, Uniform. Okay. Uniform erhalten. Öffne das Inventar mit I natürlich wieder. Und die müssen wir wahrscheinlich anziehen. Die sieht hässlich aus. Nein, ich will ohne Uniform rumlaufen. Ich hab's fertig. Ich hab mich angezogen, Ying Yang. Gehen wir Gil-Hung aufwecken. Er steht immer als Letzter auf. Grashüpfer, hallo? Schlaft ihr noch? Habt ihr verpasst, was ich gesagt habe? Dann öffnet mit J euer Questlogbuch. Mit J, okay. Du bist ganz schön unfreundlich. Dann das machen wir doch mal direkt mal. Helft Ying Yang, die anderen Hong-Moon-Schüler aufzuwecken. Ah, okay. Ich find's trotzdem cool, aber das Zeug, was sie anhat, sieht echt scheiße aus. So ein kleiner Fuchs. So ein richtig. Ich mag Füchse ja auch total gerne. Deswegen finde ich das ganz schön. Ah, okay. Da ist auch der gelbe Pfeil. Wir gucken uns mal kurz um, würde ich sagen. Oh, sieht das schön aus. Oh, ist das cool. Gut. Ja, Ying Yang, ich bin ja schon da. Alles gut. Immer verschläft er. Ja, bei dir würde ich auch verschlafen. Achso, beenden. Wo ist denn Gil Hong? Der Hongilein. Bist du Hongilein? Nee. Aber du bist auch so eine wie ich. Auch eine Lin. Da ist Gil Hong. Aufwachen! Aufwachen! Ja, F. Nähert euch und drückt die. Achso, er muss erst so ein bisschen aufleuchten. Guten Morgen! Wir sollten heute wieder kämpfen, Grashüpfer. Gestern hatte ich euch fast. Nenn mich nicht immer Grashüpfer. Ihr habt euch wacker geschlagen. Dreht euch um und bewegt euch zum grünen Bereich. Ich will aber noch sprechen. Warum ruft ihr mich andauernd? Weiß nicht, du siehst ganz nett aus. Hä, Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin eine Lin und bin schon voll erwachsen. Ich bin fast so groß wie du. Mann. Hallo, Bruder. Schnarch, was ist das für eine Unruhe? Ist schon Zeit zum Futtern? Ja, ich denke mal schon. Ist anscheinend noch müde. Okay. Wie kann man denn diese Inventardinge alle ausblenden? Na, das wird uns bestimmt Ying Yang noch erzählen. Hallo. Alle werden rechtzeitig fertig sein, um Meister Hong zu treffen. Nun ja, fast. Oh, Hong Muk sucht nach euch. Okay. Oh, muss ich jetzt folgen? Bedeutet episches Quest aktiv? Minikarte, markierten Bereich? Okay. Ach, da ist ja Hong Muk. Muckst du hier? Oh, du bist aber ganz schön groß. Ich sollte doch ein bisschen Respekt vor dir haben, glaube ich. Verschlafen, Grashüpfer. Bei mir faulenzen Schüler nicht. Ja, der Meister bittet um ein Treffen vor seinem Gemach. Lu Sung ist irgendwo unterwegs. Geht ihn bitte mit Jin Yong suchen. Das Treffen beginnt bald. Beeilung. Okay. Ist ja okay. Noch Ihr was? Willst du mir noch Jung was sagen? Folgen. Ja, okay. Man ist aber ganz schön streng hier. Ich bin doch gerade erst angekommen. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Weil das Training... Achso. Oder Shift. Ich drück lieber Shift. Jawohl, zack, zack. Wo ist denn hingelaufen? Hallo? Achso, da. Schnell wie ein Fuchs. Lung Sung muss hier irgendwo stecken. Ja, gucken wir mal. Ah, da ist er doch schon. Ist ja auch noch recht jung, der Gute. Die Wolken ziehen auf. Lu Sung! Bruder Lu Sung! Was macht ihr denn hier? Alle warten schon. Ja, ich wollte gerade aufbrechen. Oh, unser kleiner Grashüpfer ist aber früh wach. Ja, und zwar dank mir. Hä? Hä? Was ist los? Da drüben! Oh, oder nicht? Da war eine Frau in Weiß am Himmel. Noch nicht ganz wach, hm?
höre es. Ich glaube, von Ying Yong sind alle irgendwie so ein bisschen genervt. Willst du mir noch irgendwas sagen? Oh, Entschuldigung, dass ich dir zu nahe getreten bin. Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr? Ja, könnte man so sagen, aber was soll denn das bedeuten? Wer trainiert, wird belohnt. Auch euer Tag wird kommen, Grashüpfer. Ich hoffe, dass auch meiner bald kommt. Gehen wir zum Übungsplatz? Ich bin kein Grashüpfer. Schmeckt dir das ab, mich ständig so zu nennen? Ich habe einen Namen. Läuft es gut mit eurem Training? Oh. Was macht er denn da? Ich will auch fliegen. Oh, eine schöne Rolle kann ich machen. Das ist auch schon mal cool. Hüpfen kann ich. Geil. In vielen Spielen kann man nicht hüpfen. Ich finde es immer mega, wenn man springen kann. Hallo. Ach so, ich soll dir wahrscheinlich folgen. Ja, genau. Zum Quartier. Ich bin viel schneller als du. Ach, da ist er. Oh, hallo. Gilhong. Ach, der Gilhong. Mensch, der Gilhong. Das ist ein Typ. Alle da? Gut, dann kommt mal her. Näher, bitte. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Meine Stimme ist nicht mehr eins, wie sie einmal war. Warum nicht? Sprich doch. Alle da? Achso, weiter. Vor langer Zeit war die Hongmun-Schule im ganzen Reich bekannt. Leute auf der ganzen Welt wollten unsere Techniken lernen. Die Hongmun-Künste. Na, sagst du das oder soll ich es vorlesen? Schade, dass nicht immer alles vorgelesen wird. Ich kann nicht mehr so viele Schüler lehren wie früher. Nur einige habe ich gewählt, um sie auf den Weg des Hongmong zu schicken. Die Techniken sind mächtig. Nur Barmherzige und Ehrenhaften sollten sie nutzen. Um die Geheimnisse auf dem Weg der Hongmong zu lernen, müsst ihr selbstlos handeln, Notleidenden helfen, das Gesetz achten und aufrichtig leben. Das ist der Weg der Hongmong. Klingt fast wie Star Stable. Ich nehme die Hongmong-Künste nicht leicht. Nur jene bekommen den Florand der Kampfkünste, die für den Weg bereit sind. Trainiert weiter und zeigt Respekt. Mit der Zeit werdet ihr alle lernen. Wo war ich? Ach ja, Grashüpfer. Komm bitte zu mir. Ich bin nicht Grashüpfer. Das ist ja echt eine Frechheit. Nenn mich noch einmal Grashüpfer und ich werde dich mit meiner Fuchspower erledigen. Trittet näher, Grashüpfer. Doch, er legt es direkt drauf an. Ja, ich komme ja schon. Wow. Oh, mit den Springen, da muss ich auch nochmal üben. Das ist ja ganz schön powerful. Ich bin da. Ihr seid schon eine Weile bei uns, ja? Jetzt gilt es, euer Training voranzutreiben. Nehmt euch ein Buch aus dem Regal. Ihr braucht es, um eure Fertigkeiten zu verbessern. Sagst du mir noch was? Ihr seid... Achso, das hatten wir schon. Okay, Regal und Buch. Seid so nett und holt mir das Buch dort aus dem Regal, ja? Geht zum Bücherregal und drückt F. Ah, ist hier ein Bücherregal? Ich finde, na gut, es ist anscheinend kein Bücher. Ah, hier ist ein Bücherregal. Natürlich, wie konnte ich das übersehen? Muss ich direkt davor stehen? Ach so, sie sucht schon. Okay, es dauert immer ein bisschen. Kann ich nochmal suchen? Ah ne, ich hab's schon. Drückt K und seht euer Fertigkeitenbuch. Okay, K für kolossale Fertigkeiten. Ich weiß es nicht. Okay, Liste. Rosendorn. Windschaden. Das passt ja zum Namen. Windy, Windschaden. Level bis 6. Katzendistanz. Katzentanz. Ist alles noch nicht freigeschaltet, aber hier Wespenschwarm. Scheint freigeschaltet zu sein, oder? Nee, muss Kapitel 5 Schüler der Hongmun-Schule abgeschlossen haben. Okay. Das ist aber auch Level 5. Also habe ich noch gar nichts, oder wie? Ah, okay. Alles geschlossen. Begleiter wiederbeleben. Gebt einer Seite eurer Fertigkeit Besuch einen Namen, indem ihr auf das klickt. Machen wir dann später, weil ich weiß jetzt nicht genau, was man da noch so richtig eingeben muss. Okay, ich hoffe, er erzählt mir jetzt etwas zu den Fertigkeiten, denn es ist nämlich sehr viel. So, erzähl mir was. Ich vertraue euch dieses Buch an. Es mag euch jetzt nicht hilfreich erscheinen, aber mit jeder neuen Stufe, die ihr erlangt, wird das Buch neue Fertigkeiten und Techniken zeigen. Lasst euch von ihm auf euren Weg führen.
Da ihr nun das Buch habt, seid bereit, die Hongmun-Künste zu lernen. Ich kümmere mich sonst persönlich um die Schüler, aber mir geht es nicht so gut. Ich muss die ganze Zeit husten. Aber ich kann etwas für euch tun. Folgt mir nach draußen. Alles klar, schön, dass du dann doch mal ein bisschen redest. Was? Ah, jetzt komme ich erst raus, okay. Vielleicht hängt das auch noch ein bisschen mit den Stimmen. Das kann natürlich auch sein. Oh, was ist das? Katzen! Hallo, Kätzchen! Wählt einen, der euch zusagt. Um eine Bindung mit ihm einzugehen, drückt F. Dann wird euch euer Begleiter bis ans Ende der Welt folgen. Oh, wie cool! Ich darf meine Katze aussuchen. Oh, ich wollte Fido, Quatzi, Tatzi, Fluffy oder Fifi. Oh, das ist ja mega. Fido? Wuff. Ich meine, miau. Oh, es ist süß. Quatzi. Grrr, miau. Miau? Miau. Miau, Schnurr, miau. Okay, was nehmen wir denn da? Ich finde ja Fido cool. Wuff. Ich meine, miau. Welche sieht dann am schönsten aus? Kann ich nicht. Ja, genau. Ich kann auch noch ein bisschen ranzoomen. Oh, Fido hat einen scheiß Name, aber sagt, oh, nimm mich mit. Die Siam-Katze finde ich nicht so schön. So miau, die ist ziemlich böse. Tatzi ist auch nicht so mein Fall. Die ist noch ganz niedlich hier, die getigerte. Fluffy. Hallo Fluffy, du bist ja auch niedlich. Oder Fifi? Nee, Fifi. Nee, ich glaube, ich nehme Fido. Ich finde Fido nämlich echt allerliebst, muss ich leider sagen. Wieso leider eigentlich? Das ist doch cool. Schließe einen Bund mit dem Begleiter. So, wie mache ich denn das jetzt? Moment, Alt war Maustaste anzeigen, ne? Ah. Fido. Fido? Ich kenne euch nicht, aber ich hab euch schon lieb. Ich bin der allertreueste Begleiter. Oh mein Gott. Ja, ich wähle dich, mein lieber kleiner Fido. Oh, total niedlich. Damit kriegt man mich ja total mit solchen Katzen-Tier-Dingern oder sonst mit irgendwelchen Tiersachen. Ich heiße Fido, aber nennt mich, wie ihr wollt. Lust auf Stöckchen werfen? Wow! Ja! Ich meine Miau. Oh, niedlich. So was soll. Den nehme ich auf jeden Fall. Oh Gott, wie heißt sie denn? Es ist ja eine Sie auf jeden Fall. Ich hatte ja auch mal eine Katze. Habe ich ja, glaube ich, schon bei The Peering Quest mal erzählt. Katze hatte ich, bla bla. Die hieß Jessie. Und wie nenne ich diese Katze? Die sieht so wunderschön aus. Sie sieht irgendwie aus wie eine Linny, finde ich. So ein bisschen. Oder wie ein Sternenbogen oder irgendwie sowas. Oh, Sternenbogen finde ich cool. Sternenbogen. Wie Regenbogen, nur mit Sternen. Oh, ich glaube, jetzt geht das langsam mit mir durch hier. Irgendwas mit Sternen. Oder Sternchen finde ich auch schön. Oder Sternenschlabberzunge. Finde ich auch toll. Oder Sternentatze. Sternentatze. Wird Tatze überhaupt so geschrieben? Oder wird Tatze mit so geschrieben? Oh verdammt, ich weiß nicht, wie Tatze geschrieben wird. Das ist ja peinlich. Ich muss mir doch was anderes nehmen. ich glaube aber, Tatze wird mit TZ geschrieben. Sternenleckermäulchen ist auch schön. Sternenöhrchen. Oder einfach nur Sternchen. Das könnte man natürlich auch nehmen. Sternen. Oder irgendwas anderes außer Sternen. Oh mein Gott, da kann ich wieder jetzt übelst lange dafür brauchen, die Katze zu benennen. Das ist ja wieder so mein Style, was Passendes zu finden. Foto, ich finde Sternenpfötchen auch schön. Pfötchen, Sternenpfötchen. Oh, sie wird mich hauen dafür. Nee, Sternenpfötchen ist blöd. Oder wir machen was ganz Radikales. Sternenschläger. was kann man denn noch nehmen? Sternen... Pokémon oder sowas. Oh, das kann man bestimmt nicht jederzeit umändern. Fido ist aber doof. Der Name ist zu kurz, ja. Flöckchen. Oh, Flöckchen ist auch schön. Zwar irgendwie was total Normales, aber so mit den Ohren und so sieht es schon so aus wie ein Flöckchen. Ah, oh, Flöckchen. Wir nehmen Flöckchen. Finde ich schön. Wir haben auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Oh, wie cool.
cool ist das? Gute Wahl, Grashüpfer. Ich bin nicht Grashüpfer. Wie oft soll ich das noch sagen? Jetzt haben wir Flöckchen. Ist das cool? Das finde ich ja echt mal mega. Muss ich ja leider sagen. Ihr werdet euch gut verstehen. Das glaube ich auch. Beschwörer und Begleiter haben eine starke Bindung und teilen Geist und Schicksal. Vertraut eurem Begleiter und behandelt ihn gut. Dann wird er immer an eurer Seite kämpfen. Das werde ich tun. Geht zum Übungsplatz zu Jungmuk. Zeigt ihm das Buch, dann wird er euer Training beginnen. Viel Glück. Dankeschön. Das ist der Weg der Hunde. Alles klar. Ich denke, ich werde jetzt aber hier einen Cut machen. Jetzt haben wir Flöckchen. Können wir noch mal ein bisschen zoomen? An Flöckchen ranzoomen? Passen wir nicht schön zusammen? Hallo Flöckchen. Und Flöckchen hat zwei verschiedene Augenfarben, ne? Einmal so lila und einmal so ein bisschen pink. Ah, wie schön. Ich bin begeistert. Ich muss jetzt aber Training beginnen. Wie gesagt, das müssen wir erst in der nächsten Folge... Naja, müssen nicht. Das können wir erst in der nächsten Folge machen. Weil ich jetzt einen Cut mache. Und wir sehen uns nachher in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.